Ja, das waren noch Zeiten, als Wohlstand für alle das große Thema war. In den Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders und auch danach ging es stetig bergauf mit unserem Land und mit dem Geldvermögen der Deutschen. Und zum Ersparten gab es dann auch noch Zinsen und Zinseszinsen hinzu und so entstanden zum Teil stattliche Vermögen. Auch heute gibt es natürlich noch Zinsen für Ihr Erspartes, aber diese bewegen sich derzeit aufgrund der Niedrigzinspolitik der Zentralbanken, besonders bei sicheren Geldanlagen, auf einem extrem niedrigen Niveau. Sicherheitsorientierte Geldanlagen, die vor einigen Jahren noch eine akzeptable Rendite für Anleger brachten, erwirtschaften derzeit kaum noch nennenswerte Erträge. Verschärft wird das Problem durch die Inflation, also durch Preissteigerungen. Wir alle kennen das. Viele Dinge werden einfach immer teurer. Dadurch sinkt die Kaufkraft Ihres Geldes. Dies verringert unter dem Strich Ihre tatsächliche Rendite. Und wenn nun die Erträge, die Sie mit Ihrem Geld erwirtschaften, geringer ausfallen als die Inflation, dann verliert Ihr Vermögen Jahr für Jahr sogar an realem Wert. Und dieses Phänomen niedriger Zinsen wird uns nach Einschätzung vieler Experten auch noch die nächsten Jahre begleiten. Man kann es also nicht einfach aussitzen. Zusätzlich verstärkt wird das Problem durch das Anlegerverhalten bei uns in Deutschland. Für die überwiegende Mehrheit der Anleger hierzulande ist Sicherheit wohl der mit Abstand wichtigste Aspekt bei der Geldanlage, weit vor den Renditechancen und der Verfügbarkeit des Geldes. Entsprechend legen sie ihr Geld an. Hier dominieren immer noch Anlageformen wie zum Beispiel das Tagesgeld, das sich allerdings derzeit kaum noch rentiert. Wenn man also bei der Geldanlage zu sehr auf Sicherheit setzt, drohen reale Vermögensverluste. Deutsche Anleger büßen dadurch jedes Jahr viele Milliarden Euro an Kaufkraft ein. Aber nur auf chancenorientierte Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien zu setzen, das ist in der Regel auch nicht sinnvoll. Denn setzt man alles auf diese Karte, können kurzfristig auch schmerzhafte Verluste auftreten, wie man hier am historischen Verlauf des deutschen Aktienindex DAX sieht. Was also tun? Die beste Alternative ist eine gut durchdachte Mischung aus sicherheits- und chancenorientierten Anlagen. Wie bei einem Haus stützt sich die Geldanlage dabei auf mehrere Säulen. Anlagen mit sehr hoher Verfügbarkeit, wie zum Beispiel Tagesgeld oder Geldmarktfonds. Geldwerte wie festverzinsliche Wertpapiere. Substanzwerte wie Aktien oder Aktienfonds. Sachwerte wie Immobilien und schließlich alternative Anlagen wie Rohstoffe bzw. Rohstofffonds. Das Vermögen auf diese Säulen aufzuteilen, ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Durch eine ausgewogene Vermögensstruktur werden Risiken reduziert und gleichzeitig Marktchancen genutzt. Denn welche Anlageformen nun die besten Renditechancen bieten, das ändert sich häufig. Es bietet sich also an, sprichwörtlich nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Veränderte Rahmenbedingungen machen also ein Umdenken notwendig. Es ist daher wichtig, dass Sie Ihre bisherige Vermögensanlage auf den Prüfstand stellen und wo nötig an das aktuelle Umfeld anpassen. Als Privatperson ist es wirklich nicht einfach, in diesem Dschungel der möglichen Geldanlagen den Überblick zu behalten. Gut, dass es Profis gibt, die Ihnen bei solch wichtigen Entscheidungen hilfreich zur Seite stehen.